In der Vergangenheit wurden Luftlandeoperationen ohne sichernde Vorauskräfte und ohne speziell ausgebildete Späh- und Kommandosoldaten durchgeführt. Dies führte zu hohen Verlusten, da das mitgeführte Material nicht bei der Truppe ankam. Der junge Soldat erleidet weniger Verluste, wenn schwere Panzer, Panzerspähwagen und Panzerhaubitzen auf Selbstfahrlafette mit P-90 und C-3 per Fallschirm ins Zielgebiet verbracht werden. Luftlandeoperationen werden von Fallschirmjägern durchgeführt und von Luftlandepionier, Luftlandeaufklärungs-, Luftlandefernmelde- und Luftlandeunterstützungseinheiten unterstützt. Seit dem Einsatz von Hubschraubern ist jede infanteristisch ausgebildete Einheit in der Lage, Luftlandungen durchzuführen.